Hallo, guten Tag, hat er gesagt. Ich habe hier die Fischflossen Fleisch noch in der Hand. Das soll aber nicht heißen, dass ich hier was essen muss oder will, sondern eigentlich nur, dass Gerhard jetzt wieder... Aha. Guck mal, der hat ja keinen Bock. Der dreht hinten schon seine peinlichen Runden. Weil er ganz genau weiß hier... Aha, on the nose. Komm, den werden wir richtig rasieren. Ich weiß auch gar nicht, was wir hier als erstes machen. Oh, als erstes sollten wir uns einen Speer herstellen. Der ging auch schnell kaputt, ne? Ich habe das ja letzte schon gesagt, ne? Dass der Speer im Arsch steht, aber dass der so schnell im Arsch steht, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Aber wir haben ja genug. So genug, dass wir gleich zwei Speere herstellen können. Aber ich sollte erstmal wieder alles einlagern. So, das können wir verfressen. Das können wir einlagern. Die Heilpaste. Ich weiß auch gar nicht, ob wir alles nehmen sollten davon. Eigentlich bei der Insel ist es total überflüssig, ne? Ja, Sioni. Okay. Dann lassen wir das nämlich da. Der Ton kommt hier rein. Die Wolle kommt hier wieder rein. Der Ton kommt hier rein. Hier machen wir auch mal die Geilpaste rein. So. Dann haben wir hier nur noch ein bisschen Holz und sowas, ne? Ja, und die müssen wir eh auslagern. So, da kommst du da wieder rein. Meinetwegen hier die Eier. Der Speer kommt hier auch mit rein. So, dann haben wir ja nur noch die Steine. Steine weg. Katze, du brauchst nicht jedes Mal so gucken, ob ich irgendwie ein bisschen bekloppt im Kopf. Das nervt. Das ist wirklich so. Willst du Stress oder was? Du guckst mich immer so an, so, ob würde ich so... Papa, halt doch endlich mal deine Schnauze. Aber mach ich nicht, nein. Mach ich absolut nicht. So. Na, endlich geht er, ey. Ich dachte, er geht nie wieder. So. Gut, hier oben sind wir durch. Ja, dann hauen wir ihn jetzt wirklich auf die Schnauze. Da ist er. Recht schnell für einen dummen Fisch. Boah, das ist alles meins, was da hängt, ne? Seht ihr das? Das meinte ich ja hier mit großer Insel, ne? Da gibt es wesentlich mehr. Glaube ich zumindest immer. Man geht doch mal down jetzt hier. Das Perverse ist ja auch, dass wir den immer 10.000 mal umbringen müssen. Und ich habe zwar davor gesagt, so ja, dann gehen wir gleich auf der Insel, aber ist eigentlich von der Idee ein bisschen doof. Weil ich muss ja jetzt hier schon mal vorne alles abgrasen. Weil sonst ist der Idiot ja wieder da. So am Rand interessiert er nicht, ne? Der bleibt ja immer nur so am Schiff. Warum auch immer, ne? Hat ja irgendwie keinen anderen Freund außer das Schiff. Aber ist er jetzt nicht so wild, wenn er meint. Ne? Kann er ja machen. Ich frage ihn ja auch nie, ob ich ihn essen möchte. Oder darf. Ne? Ich esse ihn einfach. Alter. Also wenn wir hier jetzt nicht irgendwie einen Seetanküberschuss kriegen, dann weiß ich auch nicht. Geiler wäre ja auch noch ein Eisenüberschuss. Oh, hab ich mir erschrocken. Ich dachte, ich habe falsch gedrückt. Kennt ihr das? Alter, gibt es hier viel Seetank, wa? Oh, da ist auch eine kleine... Ah, guck mal, und da ganz viel Eisen. Kipp mal unten, ne, auf die Schere, ne, die Haltbarkeit. Ich verstehe gar nicht, warum man eine Schere aus Eisen baut, also aus Metall. Meine Schere hält hier. Ich habe meine Schere schon so, boah, da war ich noch Wickelkind. Ne, so alt ist die schon. Ich verstehe gar nicht, warum wir hier, warum die Schere nichts aushält. Also gar nichts, noch nicht mal ein bisschen. War das hier Ton? Ja, das ist Ton. Vielleicht mal ein bisschen Ton wieder mitnehmen. Ne, das Sand, das ist Ton. Damit ihr auch mal wisst, wie Ton noch aussieht.
Ich glaube, das letzte Mal, ey, das ist schon Folgen her, dass wir mal Ton gesammelt haben. Oh. Und ich sehe was, was du nicht siehst. Da ist A, ein Schwein oben gewesen. Und hier sowas. Und eigentlich, wo es sowas gibt hier, so eine Silberalge, da ist eigentlich auch so ein Explo-Fisch gar nicht so weit. Aber ich sehe ihn nicht. Voll romantisch. Ist wirklich romantisch. Ich mag das. Hier klebt mir einer ran. Ah, hier auch noch. Boah, ey, Seetank forever, ey. Heftig. Vielleicht wollte ich nur die Kiste hier noch haben. Wollen wir ein Schweinchen schon mal ein bisschen morden? Klar, wa? Das machen wir gleich mal. Ehrlich gesagt will ich auch ein bisschen auf die Fresse kriegen. Also vielleicht lag ich jetzt ein bisschen tiefer als sonst. Drei Leder haben wir gekriegt. Ja, den Kopf lasse ich mal gleich hier, den will ich gar nicht mitnehmen, ich wüsste nicht wozu. Aber ich will jetzt mal auch so eine Geilpaste nehmen, um einfach mal zu gucken, was passiert denn, wie viel kriegen wir denn eigentlich. Wisst ihr? Das wäre mal ganz interessant, aber vorher will ich hier noch die Bäume rasieren. Obwohl die Gefahr ist, wenn ich jetzt die Bäume rasiere, dass sich das automatisch so wieder hochjagt. Meine Statusanzeige, dass das dann vielleicht ein bisschen verfälscht wird. Das tickt nämlich da schon. Aber ich könnte auch selber einfach ein bisschen ersticken. Damit er wieder ein bisschen runtertuckt. Aber dazu haben wir ja auch eine Sauerstoffflasche. Ist egal, was ich jetzt im Kopf vorhatte. Es wird nicht so geil ausgehen. Oh, hier kommen wir nicht hoch. So, wo ist denn so eine Geilpaste? So, wir machen mal hier und dann machen wir die und dann, was mache ich damit? Auf die Stirn klatschen. Was mache ich mit der? Was mache ich denn mit der Geilpaste jetzt eigentlich? Hm? Lindert Schmerzen und heilt Wunden. Okay. So, die habe ich jetzt gemacht. Und jetzt? Ach, länger drücken. Okay. Okay. Ja, das könnte eine Option sein. Ich weiß ja jetzt immer noch nicht, wie viel, weil ich echt ein bisschen, naja, nicht gepennt habe, aber das ein bisschen länger gedauert hat. Ich nicht wusste, wie das geht. Mich stellt sich auch die Frage, ist hier so ein hässlicher scheiß Vogel noch auf der Insel? Wir kommen ja anscheinend mal diesmal von einer ganz anderen Seite. Oh, ist denn das hier ein Liebesnest? Lustig wird ja auch, ne, wenn hier so... Also wenn das hier so... Naja, was heißt lustig? Allzu lustig wird jetzt nicht, ne? Aber hier so ein Multiplayer und dann klaut einer ein das Schiff, ne? Da siehst du von Weitem so ein Schiff, versteckst dich so ein bisschen. Und wenn der so an Land geht, dann klaust du ihn das. Wisst ihr, wie ich meine? Das wäre doch lustig. Also nicht für den, der beklaut wird. Müssten denn schon Bäume nachwachsen? Das waren, der vielleicht selber so eine Chance hat, hier irgendwas noch hochzubauen. Aber lustig wäre das doch, ne? Also so ein bisschen. Oder bin ich der Einzige, der das so sieht? Ich würde eigentlich überall mal so ein bisschen ins Wasser reinspringen.
Einfach mal zu gucken, ob hier noch mehr Stuff irgendwie rumschwimmt, ne? Weil unsere Priorität geht ja immer noch der Holz- und der Eisenversorgung. Aber dazu muss ich dann natürlich immer gucken, ob das hier überlebt. Also eigentlich brauchen wir von allen ein. Ja, alles. Von allen ein. Alles brauchen wir. Am wenigsten eigentlich Alge. Aber wenn wir natürlich immer viel schwimmen wollen und sowas, brauchen wir natürlich dann doch die Alge, ne? Für Plasse und die Flossen. Deswegen, das ist eine verzwickte Situation eigentlich, weil eigentlich braucht man immer alles. Außer Ton. Ton braucht man wirklich nur, wenn man eine geile Salbe möchte. Sonst so ist Ton eigentlich vollkommen für den Arsch. Falls ihr euch erinnert, hier ist so die Stelle. Ich glaube hier. Hier oder dort, wo wir das erste Mal ein Schwein gelüncht haben. So. Und der traurigste ist jetzt eigentlich, dass wir schon wieder voll sind. Und jede Insel hat wahrscheinlich nur ein Schwein, weil da oben ist ja irgend so ein Bock, der da rumläuft. Und der ist jetzt nicht so interessant. Glas haben wir gefunden, das haben wir gefunden, so ein 10.000 Fressen. Ei, 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 ei. Glibber hier noch. Das hier, das hier. Bisschen Blume noch. Wo ist Blume? Wo war Blume? Hä? Bin ich doof? Da. Muss ich das sagen? Da haben wir eine Blume gefunden. Eine Kartoffel, die wir aber eigentlich nicht haben wollen. Oh, wir haben viel zu viel von allen eigentlich. Ich weiß nicht, das ist gerade nicht so cool. Weil gefühlt fehlt alles. Wundere mich gerade, warum die Katze hier hin und her pace die ganze Zeit vor die Tür. Aber bevor ich den Schmeißer Leckerlis immerhin. Er rennt hier immer wie so ein Ochse durch die Gegend, um dieses Leckerli zu kriegen. Ne? So, ein bisschen was müssen wir hier noch wegmachen. Was, das hier ist auf jeden Fall noch Schrott. Weiß nicht, das hier bräuchte man nicht unbedingt, aber ich stapel das hier einfach mal rein. Das ist ja lieber besser haben als müssen, ne? Kennt ihr ja. So, das hier. Das hier, das hier. So, dann haben wir noch ein Holz da. Ein, sag ich mal, Probeholz. Oder ein, ja, Reservehölzlein. So, und dann hätten wir hier noch das Leder, was wir da reinmachen. Vielleicht das Fleisch auch noch. Und vielleicht eine Reserve-Kokosnuss. Ja, obwohl die Kokosnuss, ganz ehrlich, ich fresse die gerne. Also, Kokosnuss essen macht Spaß. Besonders, wenn man, wie ich, hier immer vergisst, Wasser zu machen. Was ist denn das mit Wasser und mir eigentlich für ein Problem? Normalerweise muss das doch klappen wie Sau, oder was? Aber irgendwie gibt es ja anscheinend immer Probleme. So, wir hauen uns hin. Ja, ich noch ein bisschen dunkel eigentlich, ne? Ich glaube, die Kartoffel, die wollte ich nochmal braten. Wir können ja oben auch das abholzen. Das ist ja kein Problem eigentlich. So. Ja, die müssten ja eigentlich fertig sein hier, ne? Da kriegen, ah ja, einen Samen haben wir schon mal. Da kriegen wir ja noch einen Samen. Jupp. Dann erledigt sich das oben mit den unten fertig machen da. Braucht nur noch Wasser, aber dürfte ja eigentlich jetzt auch fertig sein. Sehr schön. Sehr, sehr schön.
bietet sich auch immer an, wenn man eh hier denn schon eigentlich mal unterwegs ist, sich immer Früchte mitzunehmen, ne? Was Heiken jetzt hier eigentlich weg ist müssen? Was war das? Achso, Palmdinger. Ja, dann kannst du auch noch dazu. Dann steht hier halt dabei bei Sturm da so rum. Oh, 20 fast schon wieder, ne? Das ist Gaut. Das ist echt, echt Gaut. So, Schrott haben wir eigentlich ganz viel, aber wir brauchen natürlich auch Nägel, ne? Ach, kiek mal. Hier haben wir ja... Oh, wir haben noch so viel Eisen, ey. Aber das ist gut, ey. Heftig. Heftiger Shit. Das macht so richtig, richtig... Spaß. Hier könnte eigentlich noch ein bisschen mehr sein, ne? Ich finde ja geil, dass wir hier haben wir einen Becher. Löffel, wo ist der Löffel? Besteck, wo ist der Löffel? Was? Ein Stapel alter Bücher. Das ist geil, dass wir das da finden können. Logisch wie Sau. Aber man muss ja nicht überall nachdenken, ne? So, wir könnten eigentlich wieder hoch, nur der Greifhaken ist, falls wir jetzt wirklich mal noch baden gehen sollten, sollten wir noch einen Greifhaken mitnehmen. Die Frage ist, ich glaube, ich nehme den einfach mit, ne, einen Ersatzgreifhaken. Damit wir überhaupt irgendwie was haben. Ich glaube, Gerhard ist mittlerweile auch schon wieder da. Boah, hau ab, du. Sag mal. Das hat er aber mutig fressen, ne? Ich sag doch, der ist nicht hier, Knusper in der Birne. Das tut so, ob hab ich irgendwie da so einen Schaden irgendwo, aber... Der selber, der will schon ganz genau, wie der Hase nicht läuft. Habe ich euch schon mal meinen Deutschlandbecher gezeigt? So. Ich glaube, hier drinnen wird jetzt nicht so viel Interessantes sein. Oh. Boah, ich dachte jetzt wirklich, wie außergewöhnliche, weiß ich nicht, was, Blume entdeckt oder sonst irgendwie was. Das kann ja immer sein. Ich glaube zwar in diesem Spiel nicht dran. Aber dass wir irgendwas finden, wo wir sagen so, boah, muchas gracias für richtig geilen Stuff, ey. Ich weiß noch nicht, so die Pilze, ganz ehrlich, das ist hier alles ganz cool und nice. Aber jetzt auch nicht so entscheidend. Ja, am Ende können wir aussortieren. Wenn wir jetzt wirklich das hier nicht brauchen oder sowas, ne, schmeißen wir weg. Aber irgendwann... Ich weiß nicht, wie viel Farbe man verschwendet beim Malern, ne? Es kann natürlich sein, dass man viel zu viel sammelt, aber warum gibt es denn 10.000 Blumen, frage ich mich die ganze Zeit. Und deswegen sammle ich jetzt mal so am Ende, jetzt wo ich es eh kann. BZW, wegen den Rucksack, ne? Und einen geschenkten Gaul, ne? Bis daher. Ja. Am Ende kommt es eh immer ein bisschen dö, also, ne? Denn man hat alt schon erlebt, ne? Ich habe schon ein Pferd vor der Apotheke kotzen sehen. Mit einem Rezept im Maul. Das sage ich euch. So. Dann gucken wir mal. Ich hätte gern Eisen. Obwohl wir viel Eisen haben, hätte ich gerne noch mehr Eisen. Und ich habe natürlich wieder den, sag ich mal, ja, wirklich Anfängerfehler Nummer 1 gemacht. Ich habe wieder alles mitgenommen, was teuer ist. Aber dazu zur Entschuldigung, falls man das entschuldigen könnte, muss ich sagen, ja, das ist eh weit weg. Da kann jetzt nicht so viel passieren. Und andererseits, werde ich nicht sterben. Gibt es auch hier genug Eisen noch zu farmen? Auch das.
Ich muss meine Ausreden wirklich gar nicht mehr erklären, weil ich habe das alles wirklich unter Kontrolle. So. Und ich habe ja diesmal, ne, muss ich ja auch mal dazu erzählen, noch ein Ersatzspeer bei, um den Gerhard wieder auf die Schnauze zu hauen. Also da ist auch Safety, Safety first. Und genau. So sieht's aus. Alter, ist hier viel Seetang, ne? Ich würde gerne ein Süppchen draus machen, aber ich glaube, das gibt's hier gar nicht. So eine Suppe oder so. Boah, langsam reicht es doch, oder? Also nicht, da ich gleich so fett bin und nicht mehr laufen kann, weil mir Seetang aus der Hose quält oder so. Oh, da ist so ein kleiner. Und da ist eine Kiste und so. Das werden wir uns gleich mal aneignen. Komm mal her, du Kleiner. Oh. Oh. Ja, ich wollte schon sagen. Muss mal down gehen. Jetzt gib mir meine Pfeile. Das ist auch so ein bisschen Eisen, ne? Ja, den Scheiß brauchen wir nicht. Das kann weg. Hier war auch ein Eisen. Da hinten ist Eisen, überall ist Eisen. Das ist doch wunderschön. Hat sich ja eigentlich richtig gelohnt, ne? Das bisschen Insel hier. Und wir sind ja noch nicht mal oben da überall. Und wir haben noch ein paar Bäume zu fällen. Und Sachen zu machen. Boah. Heftig. Da ist noch so eine Silberalge. Und wir müssten ja eigentlich mit unter anderem auch. Manche vergessen das immer und immer wieder. Wenn ihr gegen Bären kämpft, ne? Dann müsst ihr Ausrüstung bei haben. Und besonders müsst ihr vielleicht ein bisschen Schutz auch bei haben, ne? Sprich halt, ihr macht euch Rüstung. Oder tragt einfach einen Warzenschweinkopf. Manche müssen das ja nicht, weil das gilt eh denn so als Tarnung. Ne? Bei mir zum Beispiel, weil das würde das die ganze Sache nur optisch verschönern. Aber das rüstet auch ein wenig. So, da war auf jeden Fall noch Metallus. Ich will alles haben. Ey. Und ich glaube, wir müssen. Flossen haben wir noch. Sauerstoff war klar. Sind wir jetzt fast einmal wieder rum? Sieht so aus, ne? Dann kommen wir ja durch die kalte Küche. Ja, dann haut es ja noch hin, weil dann können wir ja, wenn wir Gerhard jetzt nicht nochmal auf die Schnauze hauen, ne? Aber habe ich das weggeschmissen? Ah ne, ist kaputt hier. War ja klar, habe ich doch gesagt. Das geht irgendwann kaputt. Hier gibt es noch irgendwie so ein bisschen anderes, aber ich glaube nicht. Ne? Ich glaube, die Küste sind wir hier schon mal lang geschwommen. Ne? Ich weiß nicht, ob wir so weit hier draußen waren, aber wir haben ja auch reichlich, was wir noch hier verbraten können. Oh Katze, ich habe mich dermaßen erschrocken. Ey. Du kriegst bald ein Verbot dahinter zu laufen. Haben wir uns verstanden, mein Freund? Oskar, haben wir uns verstanden? Falls ihr denkt, der war jetzt einverstanden, der hat gesagt, kannst mich machen. Oh, was wird denn das für eine Aktion jetzt hier?